Ja, hallo liebe Jäger und Sammler, aber hauptsächlich Jäger, Nature Chiller. So, meine Lieben, heute geht es mal um ein Messer, das ich persönlich gar nicht mal so geil finde, bei dem ich aber wissen möchte, was kann es denn so im Outdoor-Bereich? Und zwar geht es heute um das Gerber ExoMod Drop Point 30-00-17-97. Was für ein Name. Und ich sage es gleich dazu, auf der Seite von Gerber wird dieses Messer als leichtes Jagdmesser angegeben. Es ist geeignet, um mittelgroßes bis großes Wild auszuweiden, um Fell zu entfernen und das Fleisch zu zerteilen. Ich bin absolut kein Jäger und ich kenne mich nicht aus, aber sollten hier Jäger anwesend sein, dann schreibt mir doch gerne mal einen Kommentar, ob sich so ein Messer wirklich für die Jagd eignet. Also ich stelle mir immer vor, ich brauche da schon einen ordentlichen Griff, dass ich halt auch was in der Hand habe. Der einzige Vorteil, glaube ich, bei dem Messer ist, dass sich hier nirgends das Blut sammeln und festsetzen kann. Das, glaube ich, ist der einzige Vorteil. Aber ich weiß es nicht. Ich möchte herausfinden, was kann das Messer outdoormäßig. Und jeder, der das mit mir gemeinsam herausfinden möchte, ist herzlich eingeladen, sich das Video anzutun. Und mir bleibt wie vor jedem Video wieder einmal nur zu sagen, viel Spaß dabei. Liebe Nature Chiller, bitte abonniert diesen Kanal, damit wir mal ein paar 2000 Abonnenten bekommen. Heute will ich die technischen Daten relativ schnell abfrühstücken, weil ich hauptsächlich mit dem Messer arbeiten möchte. Das Messer hat eine Klingenlänge von 9,7 cm und eine Klingenstärke von 2,8 mm. Die Grifflänge beträgt 12,4 cm. Summa summarum ergibt das eine Gesamtlänge von 21,9 cm. Das Gewicht wird mit 75 Gramm angegeben. Der Stonewashed-Klinge wurde ein Flachschliff verpasst und die Klinge besteht aus einem 7 CR17 MOV-Stahl. Der Griff wurde skelettiert und dann wurde eine Gummierung aufgetragen. Mir fällt gerade keine bessere Beschreibung dafür ein. Die Gummierung ist orange. Die Frage lautete, wie orange soll der Griff werden? Die Antwort von Gerber, ja. Meine Kamera kann dieses Orange gar nicht wirklich einfangen. Stellt euch einfach eine Warnweste mal zwei vor. Der Wiederfindungswert von dem Messer im Laub, der liegt bei 122,4%. Ich wage aber zu behaupten, in meiner Funktion als jahrelanger Messerguru, dass jetzt der Rasenmäher wieder anspringt und die Kinder wieder Rasen mähen. Das bedeutet, ich muss nochmal komplett von vorne anfangen. So! Wie man hier schön erkennen kann, hat Gerber auf eine Reset Scales Konstruktion gesetzt. Ich habe das schon mal erwähnt. Das kann funktionieren, wenn es gut gemacht wurde. Ich wage aber zu behaupten, in meiner Funktion als Messerguru, dass es besser gewesen wäre, wenn man den kompletten Griff mit Gummi ummantelt hätte. Und auch durch den harten Kienspan arbeitet sich das Messer hervorragend durch. Und der Rasenmäher ist wieder an. Wie man sehen kann, habe ich die Zeit vom Rasenmähen genutzt, um ein bisschen vorzuarbeiten. Ein bisschen ist gut, ein bisschen viel vorzuarbeiten. Und ich kann eins sagen, Kienspan abspänen geht hervorragend mit dem Messer. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Das Messer arbeitet sich super durch den Betonkienspan durch. Was allerdings nicht funktionieren wird, das ist die Feuerstahlbedienung, weil einfach alle Kanten schön entgratet und abgerundet sind. Aber, scheiße, aber ich zeige euch jetzt mal eine ganz einfache Methode, wie man Feuer anbekommt. Also, das wäre halt auch eine
Alternative zum Feuer machen. Ich wollte gerade die Locken entfernen. So, meine Lieben, Motivwechsel. Ich musste gestern den Dreh abbrechen, weil ich keinen Akku mehr hatte. Und meine Ersatzakkus waren natürlich in München. Wie könnte es auch anders sein? Ich habe gestern mit dem Gerber noch so ein bisschen vor mich hingeschnitzt. Und ich kann euch eins sagen, das Messer ist für Schnitzarbeiter, ich sag mal, mehr als bescheiden. Es ist der reine Horror. Das Messer ist scharf, aber man kann überhaupt keinen Druck aufbauen, weil der Griff mit dieser Reset-Scales-Konstruktion einfach nur schmerzt. Das ist wirklich schrecklich. Natürlich kann man ein bisschen vor sich hinschnitzen, das ist klar. Aber länger als 2 Minuten mit dem Messer schnitzen funktioniert einfach nicht. Das ist, also wirklich, ich möchte dem Messer jetzt auch nicht Unrecht tun, weil vielleicht ist das ja ein ganz tolles Jagdmesser, das kann ich nicht beurteilen, aber so für solche Arbeiten, Schnitzarbeiten, Horror. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen, oder vielleicht hat man es auch schon gesehen. Wenn man so dahin schnitzt, nach spätestens jetzt schmerzt es genau hier. Und ich glaube, man kann es auch ganz gut erkennen, wo das Problem liegt. Und ja, ich weiß, wenn das Messer schmerzt beim Arbeiten, dann habe ich im Wald nichts verloren, bla bla bla, ist schon klar. Aber das ist wirklich der Horror. Das Messer ist zum Schnitzen der reine Horror. Ganz anders sieht die Sache bei filigranen Arbeiten aus. Für so Sachen wie zum Beispiel für Federsticks ist das Messer wieder hervorragend geeignet. Das ist mir gestern auch schon aufgefallen. Wenn ich hier zum Beispiel Locken mache, das geht phänomenal mit dem Messer. Also da kann man überhaupt nichts sagen. Aber was bringt mir ein Messer, mit dem ich nur die Hälfte der im Outdoor-Bereich benötigten Arbeiten erledigen kann? Das ist, dann nehme ich doch lieber ein Messer mit Griff. Also filigrane Arbeiten, top. Was mir auch wahnsinnig gut gefällt, das ist die Scheide. Die Scheide ist aus einem stabilen Kunststoff und die Scheide ist wahnsinnig schmal. Die trägt überhaupt nicht auf. Ich finde die Gürtelschlaufen genial. Ich hatte das Messer schon am Gürtel und man merkt überhaupt nicht, dass man etwas am Gürtel mit sich trägt. Wir haben hier den berühmten Gerberverschluss mit dieser Einkerbung hier. Und genau diese Kerbe hält das Messer auch in der Scheide. Das ist sozusagen dasselbe Prinzip wie beim, wie heißt das gleich nochmal? Spine? Gerber Spine? So, da haben wir das gleiche Prinzip mit dieser Einkerbung. Und auch beim Spine finde ich die Scheide grenzgenial. Dann kommen wir zu meinem heute mal vernichtenden Fazit über das Messer. Das Messer ist für den Outdoor-Gebrauch meiner Meinung nach völlig ungeeignet. Und das meine ich genauso, wie ich es sage. Was bringt mir ein Messer, mit dem ich nicht ordentlich arbeiten kann? Was bringt mir ein Messer, bei dem ich Angst haben muss, dass mir bei normalen Schnitzarbeiten zum Beispiel nach 1 Minute die Hand abfällt?
Das bringt mir gar nichts. Und ich möchte es nochmal erwähnt haben. Ich spreche hier von normalen Bushcraft- und Outdoor-Tätigkeiten. Ich spreche hier nicht von irgendwelchen Jagdarbeiten. Da kenne ich mich zu wenig aus. Aber für den Outdoor-Bereich, für den Bushcraft-Bereich in Anführungsstrichen, ist dieses Messer meiner Meinung nach vollkommen ungeeignet. Der Fairness halber muss ich aber auch sagen, der Vorteil bei dem Exomod liegt natürlich beim Gewicht. Das Ding wiegt halt einfach gar nichts und als Backup-Messer kann man sich das Gerber schon antun. Also wenn das Primärmesser, warum auch immer, irgendwann mal seinen Geist aufgeben sollte, was mir noch nie passiert ist. Wenn jetzt irgendjemand sagt, ich möchte aber unbedingt ein Messer von dem Microbrand Gerber, weil ich möchte auch kleinere Messerfirmen unterstützen, dann kann ich euch wärmstens das Gerbers Bein empfehlen. Das Gerbers Bein hat einen wahnsinnig ergonomisch komfortablen Griff, einen gummierten Griff und das Handling und die Haptik ist genial bei dem Messer. Und mit dem Spine kann man auch 10 Stunden durcharbeiten. Da fällt einem nicht die Hand ab, sondern irgendwann wird einem der Arm abfallen. So. Ja, meine Lieben, das war's von mir und von dem Gerber Exomod. Es tut mir leid, aber für mich absolut keine Kaufempfehlung für den Outdoor- und Bushcraft-Bereich. Das ist halt so. Leute, geht raus, nehmt eure Kinder. Ihr wisst, eure Kinder haben es verdient, öfters von euch mit rausgenommen zu werden. Aber bitte, treibt es nicht zu wild. Sagt Nature Chill.